Hallo und herzlich willkommen, heute mit einem neuen Toy Review, diesmal von Transformers Energon Ironhide. Ironhide, natürlich, wir kennen ihn alle aus der Energon-Serie, für die, die die Serie nicht gesehen haben. Er ist ein draufgängerischer Soldat, der natürlich auch immer nur irgendwie, ja, jedem beweisen will, wie stark er eigentlich ist. An sich ein sehr schönes Modell. Allerdings muss ich sagen, dieser Aufsatz hier oben, den hätte man sich auch schenken können, beziehungsweise abnehmbar wäre besser gewesen. Egal. Proportional ist die Figur für eine Voyager-Figur, finde ich, viel zu groß. Sie passt vom Verhältnis nicht mehr zu den anderen Figuren, die nur Deluxe so groß sind. Aber gut, okay. Die Figur selbst, finde ich, hat sehr viele schöne Details, obwohl sie sehr simpel gehalten wurde. Die Figur selbst wird geliefert in einem dunklen Blauton. Die Scheiben sind in einer Art Gold-Silber-Legierung gehalten. Das Plastik hier vorne ist in einem dunklen Beige, was leicht in Richtung Gold geht. Die Leuchten sind blau gehalten. Stoßstangen grau. Eher so eine Art, ja, grau mit leichten Silberpartikeln drin. Die Reifen sind silber, innen drin über die Felgen und außen dunkelgrau. Schöne rote Verzierung natürlich noch angebracht. Hinten sehen wir den Power-Kristall, den Energon-Kristall quasi, der die Waffen und auch die Fähigkeiten der Autobots verstärkt hat. Wir können ihn einmal abnehmen. Und wir sehen unten drunter das Autobot-Symbol. Daran kann man quasi bei der Energon-Line die Zugehörigkeit erkennen, indem man halt quasi in diesen Kristall hineingeschaut hat und sieht, ob es Autobot oder Decepticon war. Und wenn wir diesen Kristall oben aufgesteckt haben, haben wir teilweise natürlich noch das Symbol dadurch stark vergrößert gesehen, weil es wie so eine Art Lupe war. Finde ich trotzdem sehr schick gemacht. An der Seite sehen wir einmal hier das Symbol der... ein bisschen schmutzig... Meine Schande, ein bisschen Staub. Das Symbol der Autobots. Und natürlich auch innen drinne, um es mal kurz zu zeigen. Schöne Sitze. Also hat wirklich auch innen drinne alle Details, Lenkrad und so weiter und so fort. Ja, oben der Aufsatz. Man sieht hier den Kopf von ihm, der durch ein Visier quasi zugehalten wird. Soll wahrscheinlich in dem Moment wie so eine Art Motor sein. Eine Kanone hier von Maschinengewehr, hier ein Raketenwerfer, in den auch eine Rakete gesteckt werden kann, die allerdings noch bei mir in der Packung ist, weil ich sie nicht brauche. Silberne Scheinwerfer, hier hinten das Soundmodul. Er hat noch eine Art Maschinengewehr-Sound. Wenn man quasi das hier dreht, dann gibt es diesen Sound. Ich habe die Batterien jetzt herausgenommen. Ansonsten, man kann es schön erkennen, die Figur hat schöne Details natürlich hier oben drauf. Oben natürlich nochmal Gaskanister und auch hinten ziemlich viele Details. Also schon sehr schön gemacht. Die Verwandlung ist auch relativ simpel gehalten. Dazu lösen wir einmal erstmal die Seitenteile. Komplett nach oben. Drehen die Arme zur Seite raus. So. Drehen die Arme erstmal seitlich zur Seite. Anschließend drehen wir einmal diese Lichter nach oben. Die Stoßdämpfer werden nach unten gedreht. Anschließend wird dieser komplette Körper nach oben gedreht. Und die Beine separiert. So, wenn sie separiert sind, drehen wir sie einmal nach unten. Und die Knie drehen wir gerade. Und schon haben wir Ironhide im Robotermodus. So. Ja, lässt sich ein bisschen blöd stellen. Drehen wir halt die Beine so ein bisschen auseinander. Und schon ist die Figur fertig. Ach, vergessen wir nicht, den Kopf natürlich noch nach oben, das Visier. So, und schon haben wir Ironhide im Robotermodus. Die Figur gefällt mir sehr. Sie ist schlicht, simpel, hat leider, muss ich zugeben, ein paar wenige Gelenke für eine Voyager-Figur.
hat aber was mit der Transformation zu tun, denn diese Voyager-Figuren, ja, diese Energon-Line ist die allererste Toyline der Transformers, die es auch in der Voyager-Größe beherrscht. Man kann diese Figur als Voyager-Größe in einen Oberkörper- oder Unterkörper-Modus verwandeln und so mit einer anderen Voyager-Figur, in dem Fall Jetfire, zu einem großen, noch größeren Roboter verbinden. Finde ich ziemlich geil gemacht von den Ideen. Dazu aber gleich mehr. Wie gesagt, die Figur hat schöne Details. Ich muss nur sagen, was mir aufgefallen ist an dem Brustkorb. Hier sieht man kleine Löcher. Hier ebenso. Und ich hatte echt das Gefühl, hier fehlt etwas. Als wenn hier irgendwas noch hochgeklappt wird oder so, was aber irgendwie nicht mitgeliefert wird. Man sieht es aber auch hier auf der Verpackung. Auch hier, die Figur besitzt es nicht. Vielleicht ist es ein Fehler in der Herstellung, ich weiß es nicht. Gebe ich mich jetzt einfach mal damit zufrieden. So, kommen wir jetzt einfach mal zum Kopf. Ja, mit dem Licht, weil die Kanone im Weg ist, ein wenig schlecht. Ich versuche das Licht mal anders wegen. So, jetzt. Der Kopf ist in einem Goldton gehalten, mit einem schwarzen Helm. Sieht aus, als wenn er irgendwie so Geoden oder sowas auf dem Kopf hat. Mit blauen Leuchten. Der Brustkorb hat auch blaue Verzierungen und Lampen und ein rotes Autobot-Symbol auf einem weißen Hintergrund. Die Schultern sind ziemlich massiv und groß, aber sie passen einfach perfekt ins Bild der Figur. Hinten der Rücken ganz schlicht gehalten, ohne große Extras. So, und jetzt zeige ich euch wegen dem sogenannten Combiner-Modus. Wir sehen hier schon einmal das Gelenk für den Combiner-Modus. Und hier unten sehen wir einmal die Beine für den Fuß-Modus. Und einmal die Arme für den Oberkörpermodus. Dazu aber, wie gesagt, gleich mehr. Die Figur selbst von der Bewegung ist ja durch die massiven Beine natürlich sehr eingeschränkt. Man kann die Beine nach oben bewegen, aber auch leider nur im 45-Grad-Winkel. Komplett ist nicht möglich. Und ansonsten kann man natürlich noch das Knie bewegen und so anwinkeln. Das ist eigentlich schon alles. So, anschließend können wir, wenn wir das Bein wieder gerade machen, nach den Armen gucken. Die Arme sind auf einem Kugelgelenk, natürlich dementsprechend beweglich. Die Arme sind nach oben bewegbar und im 45-Grad-Winkel nach vorne oder nach hinten beweglich. Durch die Schultern leider sehr limitiert. Das gleiche auf der anderen Seite. Der Kopf ist komplett starr und lässt sich nur durch diese komplette obere Sektion quasi auch bewegen. So, kommen wir jetzt einfach mal zu den anderen Modi. Die anderen Modi sind relativ leicht. Dazu klappen wir einmal den Oberkörper komplett rum. Die Arme müssen heruntergeklappt werden. So. Anschließend werden die Beine auseinandergeklappt, rumgedreht. Das gleiche hier noch einmal. Anschließend werden die Füße rausgeklappt und schon haben wir theoretisch den Beinmodus. Ja, man kann auch theoretisch noch das runterklappen, aber ihr seht, das ist der Beinmodus, der Unterkörper. Und hier oben sind diese Verbindungen, die sind quasi exakt genauso gehalten wie damals bei den Headmasters. Das heißt, hier passt Jetfire exakt rein, der hat dann genau hier gespiegelt die Gelenke und greift komplett fest. So, dann haben wir noch den Oberkörpermodus. Der Oberkörpermodus ist ein wenig komplizierter. Dafür drehen wir einfach die Figur einmal komplett herum. Drehen jetzt die Füße wieder rein. Drehen einmal die Beine komplett nach außen. Drehen die Füße wieder nach innen. Drehen die Beine einmal so in diesen Winkel. So. Drehen jetzt die Stoßdämpfer wieder zusammen, die Lichter nach vorne und lass mich gerade mal überlegen. Ah ja, genau. Und klappen den Oberkörper wieder komplett auf die Figur oben drauf. Das
heißt, nee, Moment. Ahaha, mein Fehler. So, erstmal wird quasi das komplett geteilt. Dreht ihr es komplett rum. Und müsst jetzt die Arme des Robotermodus, des kleinen Robotermodus, komplett nach hinten klappen. Hier ebenso. So. Ja, jetzt ist mir die Schulter abgegangen, aber die kann man ganz leicht wieder befestigen, das zeige ich euch gleich. So, klappen jetzt die Hände hinten ganz normal zusammen. So, als wenn sie quasi wieder in den Automodus gehen. Ja, die Waffe ist auch... Das ist sowieso lustig, die Waffe hat hier oben einen Auslöser für nichts. Man kann nichts abschießen, man kann nichts bewegen, gar nichts. Und trotzdem einen beweglichen Auslöser. Ja, was das soll, keine Ahnung. So, wie gesagt, die Schulter ist ganz leicht wieder einfach hier reindrückbar. So, fertig. So, wenn die Arme, wie gesagt, hinten sind, könnt ihr den Oberkörper hier reinklappen. So. Und das war's dann auch schon. Jetzt dreht ihr die Arme wieder gerade. Ja, hier löst sich's wieder. So. Und wie gesagt, wenn ihr die Arme wieder gerade habt, so, dann einmal so, habt ihr den Oberkörpermodus. So. Ja, das ist, wie gesagt, der Oberkörpermodus von dem Combiner. Jetzt fahre ich nochmal kurz zurück. Es geht schnell. Wieder zusammenklappen, den Unterkörper zusammendrücken. Beine wieder nach vorne rumklappen, auseinanderklappen. So. Und jetzt einmal wieder den Oberkörper hier draufklappen, den Kopf nach vorne, die Hände wieder nach vorne, Arm nach unten. Und jetzt haben wir ihn wieder im Robotermodus und jetzt zeige ich euch einmal die Packung. Da werdet ihr ein bisschen schlauer, was ich damit meine. So, wie gesagt, ihr habt einmal die Verpackung im typischen Stil, wie es halt Hasbro immer macht. Automodus, Robotermodus und jetzt sehen wir einmal hier unten den sogenannten Powerlinks Combiner-Modus. Hier unten sehen wir einmal Ironhide in dem Unterkörpermodus mit dem Bein und oben drüber Jetfire. Das gleiche hier oben, umgekehrt. Jetfire im Fußmodus und Ironhide quasi oben im Oberkörpermodus mitsamt den Armen. Finde ich ziemlich geil gemacht. Ist natürlich für mich momentan nicht umsetzbar, weil ich Jetfire leider damals nicht bekommen habe. In Deutschland haben wir leider eine Politik von Hasbro, die ich boykottiere, nämlich keine Figur ist überall erhältlich. Es wird was bestellt, ein Sortiment. Das Sortiment kommt aber nicht komplett zu dem Händler, sondern nur vereinzelte Figuren. Super. Früher war es so, es gab einen Karton, da waren zum Beispiel 6 Figuren drin. 3 Figuren waren jeweils 2-mal drin, die anderen 3 Figuren waren jeweils nur 1-mal drin. Ist jetzt nicht mehr. Fragt mich nicht wieso, fragt Hasbro, finde ich sehr schade. Zu der Figur, wie gesagt, sie ist sehr schön gemacht, sehr schlicht, sehr simpel. Für mich eher von der Transformation und dem, was sie kann, eher auf Deluxe-Class-Größe festgelegt, von der Bewertung her, da die Figur für eine Voyager-Größe relativ wenig kann. Ich würde jetzt sagen, im Fahrzeugmodus, weil sie sehr simpel und sehr groß, vielleicht sogar übergroß ist, im Gegensatz zu dem, welche Größe sie haben sollte, würde ich sagen, eher nur 7 von 10 Punkten. Im Robotermodus sehr eingeschränkt von der Beweglichkeit. Wir haben es ja vorhin gesehen. Die Gelenke sind sehr eingeschränkt, dass die Arme nicht richtig nach oben bewegt werden können. Nicht komplett rumgedreht. Der Kopf ist starr, kann sich wie gesagt nicht richtig bewegen. Auch die Füße lassen sich, weil sie halt so groß sind, nicht richtig bewegen. Aus dem Fall auch 7 Punkte im Robotermodus. Er gibt insgesamt 7 von 10 Punkten. Überall zusammen. Enttäuscht mich ein bisschen, aber ansonsten eine Figur, wo ich froh bin, dass ich sie damals noch bekommen habe.
Der Karton, wie gesagt, sehr schlicht gehalten. Wir sehen dann hier einmal nochmal die Geschichte. Und ja, vorne ganz schlicht gehalten. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Kommentare bitte unten ins Kommentarfeld. So viel dazu. Bis zum nächsten Mal. Euer Rex.